Holden verliert die Scheibe. Holden kann übernehmen. Helbling, Abpraller, Tor. Reto Suri, der Torschütze für den EV Zug nach dem Schuss von Chiesa von der blauen Linie. Omark. Schlechtes Abspiel von Omark. Scheibe ist im Tor drin. Cedric Potte gleicht aus für Fribourg-Gotteron. Mit solchen Aktionen wird er nicht bester Freund mit Doug Shedden. Mancini, Tor! Der scheint den Schlüssel zum Erfolg gefunden zu haben, Lino Mancini. Gamache, freie Schussbahn. Haben sich die Zuger ganz weit zurückgezogen und die Scheibe ist im Tor drin. Gamache mit dem Ausgleich. Viel Verkehr vor dem Tor von Sandro Zorkirchen. Das ist riskantes Spiel. Erneut ein Scheibenverlust in der eigenen Zone der Zentralschweizer. Das passiert ziemlich häufig jetzt in diesem Mittelabschnitt. Und da ist die Chance für Molden. Klasse Parade von Sandro Zorkirchen darf an dieser Stelle erwähnt werden. Omar, das ist klasse! Chiesa trifft! Gemacht von Omar, wie er da die Scheibe noch zurücklegen kann. Dann eine 2 gegen 1 Situation. Blüß läuft mit, wird angespielt. Benny Blüß, klasse Ausgleich. André Bükow. Das ist Konter-Eishockey vom Allerfeinsten. Powerplay für das Heimteam. Holden legt die Scheibe zurück. Chiesa fordert die Scheibe und dann ist die Scheibe im Tor. 7 Sekunden hat es gedauert. Reto Suri erzielt wieder so ein Tor, wie beim 1:0. Von Heinz, Scheibe zurück zu Gamache. Schnell ins Zentrum gespielt, Dübe trifft. Seit 8 Spielen hat Christian Dübe nicht mehr getroffen. Jetzt muss er treffen. Lammer gegen Gons. Auch er scheitert und damit ist die Partie entschieden. Fribourg-Gottero nimmt den Extrapunkt mit nach Hause. Gewinnt hier im Zug mit 5:4 nach Penaltyschießen.